Hallo und herzlich willkommen in Berg der Wolle. Weiter geht's auf jeden Fall mit dem Psalm 88 aus der Volksbibel. Wo auch sonst her. Immer schon noch Volksbibel gelesen. Hör mir zu, Gott. Ein Psalm-Lied der Koachiter. Esachiter, Hemmavar, der Reimer und sonst keiner. Er wollte was zum Nachdenken haben. Meister, mein Gott. Nur du kannst mir jetzt noch helfen. Ich schrei Tag und Nacht zu dir. Ah! 24 Stunden bin ich am Beten. Hör auf mein Reden. Sperr deine Lauscher auf, komme auf jeden. Mein Herz ist voll Schmerz. Es drückt mich voll nieder. Ich bin schon fast tot. Mein Leben ist mir zuwider. Jeder rechnet damit, dass ich jetzt hier bald sterbe. So wach bin ich heute, Gott, mir geht es echt derbe. Und mir geht es echt scheiße, genau. Okay, gut, okay. Ich glaube, es wäre vom Reim nicht so ganz geil, von daher. Schlecht, als wäre ich sonst tot. Meine Not ist so groß. Ich komme mir vor wie die Toten im Grab, die das Los zogen. Meine Not ist groß. Ich komme mir vor wie die Toten im Grab, die das Los zogen, vergessen zu werden, die von dir verlassen auf Erden. Du hast mich in der im tiefsten Loch gezogen, ungelogen, in finsterer Tiefe, da gibt's keinen Lichtbogen. Du bist so sauer auf mich, auf die Dauer krieg ich das mit. Als wenn Wellen über mich brechen, als würdest du dich rächen damit. All meine Freunde haben sich von meiner Seite verpisst. Du hast dafür gesorgt, dass man mich disst. Mich mit Ekel wegschmiss, okay. Mich mit Ekel wegschmiss. Ich bin gefangen und weiß nicht, wie ich hier herauskommen soll. Meine Augen sind vom Weinen schon total verquollen. Jeden Tag rufe ich zu dir. Gott, streck meine Hände nach dir aus. Wirst du an den Toten noch Wunder tun? Holst du sie raus aus dem Tod? Wirst du sie holen, ganz verstohlen, damit ich dich lobe? Wird man im Land, wo die Toten wohnen, von deiner Liebe singen? Wird man dort aufstehen und dir danken, dir Lob geben? Von allen Dingen werden dort deine Wunder auch erzählt. Wissen die, die man vergessen hat, dass du Versprechen einhältst? Gott, ich schrei zu dir. Ah! Schon morgen um 4 rufe ich bei dir an. Ich brauche deine Hilfe. Es geht mir so schlecht. Ich brauche dich jetzt, Mann. Schon als kleiner Junge war ich krank, hatte den Todespunkt immer am Start. Du hast mich nicht davor bewahrt. Jetzt komme ich nicht mehr aus dem Quark. Bin total am Ende. Ich konnte die Last einfach nicht mehr tragen. Dein Zorn macht mich fertig. Bin am Ende mit meinen Fragen. Die Ängste über... Nochmal. Ich wollte Ängste. Die Angst übernimmt dich, nimmt die totale Kontrolle bei mir. Sie umgibt mich wie wie Wellen in einem tosenden Meer. Das kam von dir, dass Freunde jetzt Fremde für mich sind. Alle behandeln mich, als wäre ich Luft, also wäre ich Wind. Ja, so kannst du manchmal auch kommen. Ist auch schon scheiße, wenn man so die ganze Zeit wirklich schreit und nichts passiert und Gott halt, und man denkt, Gott hört nicht oder beziehungsweise Gott hört da nicht zu. Es gibt so Phasen im Leben, ja, wo das sein kann, aber Gott hört dich trotzdem zu. Gott hört dir zu, auch wenn du denkst, er hört dir nicht zu. Wollte ich mir kurz mit erwähnen.